Pflegebranche in der Krise und jetzt beschließt auch noch das Bundeskabinett einen Sparhaushalt. Der spart vor allem auf Kosten des Gesundheitsministeriums. 1 Milliarde Euro soll gestrichen werden für die Pflegeversicherung. Darüber spreche ich jetzt mit Christine Lüttke. Sie ist FDP-Bundestagsabgeordnete aus Bayern, sitzt im Gesundheitsausschuss des Bundestages und ist selber Pflegeunternehmerin. Frau Lüttke, Sie sind geschäftsführende Gesellschafterin eines Pflegeheims in Lauf bei Nürnberg. Haben Sie selber auch Sorgen in Ihrem Heim? Erstmal grüße ich Sie ganz herzlich. Natürlich, die Pflegebranche hat seit langem Sorgen. Da nehme ich mich jetzt mal gar nicht aus. Die jetzige Lage ist natürlich aus unterschiedlichen Faktoren begründet. Wir hatten die Corona-Pandemie, die auch die Personalsituation verschärft hat. Wir hatten die Inflation und wir hatten die steigenden Energiepreise. Umso erstaunlicher, Frau Lüttke, dass die Ampel jetzt auch noch in der Pflegebranche spart. Letztlich ist der Bundeshaushalt, der heute im Kabinett beschlossen worden ist, ein Haushalt, der sich im Rahmen der Schuldenbremse bewegt. Das ist also eine verfassungsmäßige Vorgabe, die wir jetzt zum ersten oder zum zweiten Mal nach der Corona-Pandemie wieder einhalten. Und da sind alle Ressorts, alle Ministerien aufgerufen, auch Sparpotenziale aufzuzeigen. Dass der Gesundheitsminister sich jetzt dafür entschieden hat, die Zuführung zum Pflegevorsorgefonds, dem einzigen kapitalgedeckten Instrument in der Pflegeversicherung, der und das uns auch ein wenig unabhängig von dem demografischen Wandel und dem Umlagesystem macht, das finde ich jetzt wiederum sehr schwierig. Ich hätte mir gewünscht, dass hier andere Effizienzpotenziale zuerst angegangen werden, zum Beispiel durch mehr Entbürokratisierung, durch mehr Flexibilisierung in den Personalvorgaben. Lassen Sie mich da kurz einhaken, Frau Lüttke. Ja, bevor wir über andere Finanzierungsmöglichkeiten sprechen, ich will kurz diesen Vorsorgefonds erklären. Das ist ein Fonds, der eingerichtet wurde vor ein paar Jahren, der Generationengerechtigkeit herstellen soll in der Pflege. Inzwischen sind da 10 Milliarden Euro drin. Es soll ständig mehr reinfließen. Karl Lauterbach sagt jetzt, wenn ich Medikagerd zur Verfügung habe, dann zahle ich in diesen Fonds nicht mehr ein. Und klar, das ärgert Sie als FDP, weil es da um Vorsorge, um Generationengerechtigkeit geht. Aber wenn Karl Lauterbach das trotzdem machen will, wie wollen Sie ihn denn davon abhalten? Naja, der Haushalt ist ja jetzt erstmal im Kabinett beschlossen worden. Der geht jetzt dann natürlich auch an uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und dann werden wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle in den Haushaltsverhandlungen, in den Haushaltswochen, die dann im November anschauen, sehen, an welcher Stelle wir noch Dinge bewegen können und verändern können. Fakt ist, für uns als FDP ist die Streichung der Zuführung zum Pflegevorsorgefonds nicht der richtige Weg. Wir stehen für eine Generation gerechte Pflegevorsorge und wir müssen uns vor allem unabhängig machen von dem umlagebasierten System. Dann stellt sich aber die Frage, woher soll Karl Lauterbach dieses Geld nehmen? Bürokratie, haben Sie schon gesagt, abbauen, das wird aber nicht 1 Milliarde bringen. Soll er Leistungen kürzen? Soll er Versicherungsbeiträge weiter anheben? Ich denke, wir müssen eine Vielzahl an Dingen bedenken. Wichtig ist für die Einrichtungen auch, dass die Möglichkeit besteht, die Plätze wieder zu belegen, um wieder wirtschaftlich agieren zu können. Das heißt, hier greifen wir auch mit unserem Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein, mit dem wir Anwerbung und das beschleunigte Einsetzen. Ja, das wirkt aber langfristig. Und Karl Lauterbach muss jetzt im nächsten Jahr Geld zur Verfügung haben. Deswegen noch mal meine Frage. Soll er die Versicherungsbeiträge noch mal erhöhen oder soll er Leistungen kürzen? Wir haben ja die Versicherungsbeiträge jetzt mit dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz erstmal quasi schon wieder erhöht. Das heißt, hier müssen wir gucken. Ich denke, es gibt noch weitere Effizienzpotenziale, Entbürokratisierung, Digitalisierung. Ich denke, es gibt viele Wege, Geld einzusparen. Und hier ist der Bundesgesundheitsminister auch aufgefordert, kreativ an die Aufgabe zu gehen. Reicht das, um 1 Milliarde zusammenzukriegen? Das muss der Bundesgesundheitsminister beantworten. Wenn es nicht reicht, lieber Leistungen streichen oder Beiträge erhöhen. Frage an die FDP-Politikerin Christine Lüttke. Ich denke, wenn, dann muss es eine Mischung aus verschiedenen Vorgaben sein. Wir, denke ich, sollten nicht über Leistungskürzungen sprechen, aber weitere Leistungsausweitungen, denen würde ich an dieser Stelle einen Stopp erteilen. Dank nach Berlin an die FDP-Bundestagsabgeordnete Christine Lüttke. Vielen Dank.
Haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, dieses Gespräch. Und wir haben übrigens auch versucht, mit Karl Lauterbach zu sprechen, mit dem Bundesgesundheitsminister. Er stand uns aber nicht zur Verfügung. Umso erstaunlicher, dass sein Ministerium uns nicht mal unsere Fragen schriftlich bis zur Sendung beantworten wollte. Begründung lautete laufende Haushaltsverhandlungen. Wobei der Haushalt vom Kabinett ja heute schon am späten Vormittag beschlossen worden war.